Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer blauen Ortungsebene Hautunreinheiten besser aufstöbern könnt und sie dementsprechend genauer bearbeiten könnt. Und das ist ja auch so, wenn man einen recht guten Monitor hat mit einer sehr hohen Auflösung, dann kann es schon störend sein, wenn man bei der Retusche sozusagen vorher nicht richtig arbeiten konnte, weil man vieles nicht gefunden hat. Ich habe hier diese Ebene gerichtet, die dupliziere ich nun einmal. Jetzt erstelle ich eine neue Ebene transparent und dupliziere die 1, 2, 3 Mal. So, nun schalten wir diese anderen Ebenen hier oben aus. Hier diese Ebene nennen wir rot. Ja, das war ja wohl gar nichts. Nennen wir rot. Diese Ebene hier nennen wir grün. Diese Ebene hier nennen wir weiß. Und hier oben die letzte Ebene nennen wir grau, neutral oder neutral, grau. 80, 80, 80. So. Nun beginnen wir, dass wir hier erst einmal ein Rot in diese Ebene hier hineinbringen. Rot könnt ihr einfach oben hier eingeben, Rot, ja, oder Red. Besser, wenn wir es im Englischen machen. Und dort schon erscheint die Farbe. Ja, und so ist es mit Grün auch und so weiter. Also nehmen wir einfach mal dieses Rot und ziehen uns halt, müssen wir erstmal hier so, und dann ziehen wir uns das hier halt. Ziehen wir uns das hier in die Ebene hinein. So. Die nächste Ebene versorgen wir mit einem Grün. Die nächste Ebene versorgen wir mit einem Weiß. Und die obere letzte Ebene versorgen wir mit einem neutralen Grau 80, 80, 80. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen Schlotterstart. Manchmal ist das alles nicht so einfach. Nun schalten wir die Ebenen aus, zeige ich euch hier, wie wir die Ebenenmodi einstellen. Hier bei Rot gehen wir auf Abziehen. Bei Grün gehen wir auf Abziehen. Da muss ich es auch einschalten. Bei Weiß gehen wir auf Farbe. Und hier bei dem neutralen Grau gehen wir auf Abwählen. Und nun haben wir uns hier diesen Blue Layer, also diese blaue Ebene geschaffen. Und man sieht es schon hier, die Tiefe, wie weit man sieht praktisch, was man vorher nicht gesehen hat. Vielleicht nochmal ausgeschaltet alles. Hier sieht es alles sehr glatt und oberflächlich so gesehen, betrachtet sehr glatt aus. Und durch die Zuschaltung dieser Ebenen in diesem Modus, wo ich euch gezeigt habe, kommen wir an diesen blauen, an diese blaue Ebene. Und jetzt sieht man hier schon ganz deutlich, ja, diese Hautunreinheiten. Wir können das noch ein bisschen größer machen, um noch genauer arbeiten zu können. Aber das ist mir jetzt hier einfach zu groß. Und zum Arbeiten lassen wir das 80-80 Grau vorne stehen und arbeiten hier, schalte ich mal die untere Ebene zu, arbeiten hier auf unserer zweiten Ebene von unten, also auf der Kopieebene. Suchen uns hier das Heilen-Werkzeug und nehmen uns einen Pinsel mit der Pinselspitze von 25, 0,25 und entsprechender Größe und beginnen hier STRG-Taste gedrückt halten, dann mit der linken Maustaste klicken. Jetzt haben wir hier einen Bereich ausgewählt und jetzt können wir hier auf dieser Ebene ganz cool und locker arbeiten. Hier nehmen wir das Haar noch weg. Hier sieht man diese Unreinheiten und machen wir mal hier, hier kommen ganz deutlich heraus, hier auch im Einzelnen die Äderchen beispielsweise, die man vorher gar nicht gesehen hat, und nehmen wir jetzt mal hier so diesen Bereich. Ich mache das nicht ganz fertig.
zeige euch nur den Weg, sonst wird das Tutorial auch zu lange. Und hier können wir ganz fantastisch sehen, welche Bereiche wir nacharbeiten können, nacharbeiten müssen, damit es auch auf bei der Retusche, die man dann anschließend machen kann, auch auf sehr, sehr guten, hochauflösenden Monitoren halbwegs vernünftig anschauen kann, dass das gut aussieht. Und hier, so, hier. Ich habe es vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber da müsst ihr euch einfach Zeit lassen. Hier seht ihr diese Löcher und so weiter. Ja, hier steht ist so ein Pickel oder ein Mitesser. Zack, weg ist er. Ja, und so könnt ihr auf dieser Blauebene, auf dieser Ortungsebene, wie ich es genannt habe, Ortungsebene, könnt ihr hier ganz gemütlich die Hautunreinheiten beseitigen, die ihr vorher nicht so deutlich wahrgenommen habt. Na, das ist eben einfach das Spezielle an dieser Ortungsebene, dass wir hier oder hier zum Beispiel, das sind immer so Löcher, ja, hat man gesehen, oder hier so Narbengewebe. Das kann man alles wunderbar in diesem Bereich einfach wegmachen. Ich mache da jetzt nicht mehr so viel, nur ein, zwei Kleinigkeiten, dass es nicht zu lange wird, das Video. Sonst langweile ich euch noch und das möchte ich nicht. Hier noch ein bisschen vielleicht, zack, zack, zack. Hier auch solche Unreinheiten und so weiter. So, ich zeige euch das jetzt mal. Wir schalten mal hier die Ebenen aus. Und hier sieht man deutlich den Unterschied. Ja? Guckt hier sieht man das deutlich, hier auch in dem Bereich, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Aber das ist halt reine Übungssache und Geschmackssache hier. Und Achtung. Zack, hier sieht man den Unterschied. Ja, hier ist alles glatt geworden und so weiter. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Blaue Einstellungsebene oder Ortungsebene habe ich es genannt, weil wir keine Einstellungsebenen haben hier bei GIMP. Und das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Warte mal, wir machen vielleicht nochmal hier einen kleinen Gang hier. So in dem Bereich. So ganz so schlimm will ich euch es nicht überlassen hier. Und ein bisschen größer machen. Und zack, zack, zack. Und halt. Falsch gedrückt. Und jo. Hier ist es jetzt beseitigt. Oder machen wir hier nochmal. Fängt natürlich an, Spaß zu machen. Dann kann man kaum aufhören, weil man hier auf dieser Ebene super klasse arbeiten kann. Machen wir mal hier einen ganz großen hin. Und gehen wir hier. Checke ich das mal ab, was das macht. Habe ich so noch nicht probiert. Aber das wird natürlich viel zu viel sein. Das muss man klein machen, mit kleinen Pinseln. Aber einfach mal, um euch das zu zeigen. So. Ja, das war natürlich viel zu viel. Aber einfach mal, um den Effekt darzustellen. Hier, wie sich das glättet. Ne? Und original. Und mit der Ortungsebene haben wir diese Krater und Hügel und Berge gefunden, die wir hier dann ganz cool und ganz locker beseitigen konnten. So, ich hoffe, mein Tutorial hat euch Spaß gemacht. Blaue Ortungsebene in GIMP. Macht was draus. Baut's nach. Den Link zu dem Foto gebe ich in die Beschreibung des Videos mit hinein. Und von heute an könnt ihr hier richtig toll auf der Hautebene arbeiten und ihr kriegt alle Unreinheiten weg. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch bitte. Schreibt mir vielleicht einen Kommentar und schenkt mir ein Abo. Das wäre schön. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.